Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Enderal. Im letzten Part sind wir hier so ein bisschen feuerlöschermäßig unterwegs gewesen und haben hier ganz krasse Steine gerettet und dabei ein Buch gefunden. Und dieses Buch werden wir heute lesen. Ich habe leider vergessen, was es war. Wanderer? Ja, Erzählung des Wanderers. Denn das hat einen Quest gestartet und dann muss das irgendwas Wichtiges sein. Heißt also, wir lesen es einmal kurz durch. Ja? Vielleicht erzählt er ja was Spannendes. Erzählungen des Wanderers. Der Vielgereiste. Ich kann nicht behaupten, dass ich in meinem Leben viel Feiern besucht habe. Ich habe auch nicht geliebt, wie es gewöhnliche Menschen tun. Und über Frau, was will ich sagen, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, das Bett mit ihnen zu teilen. Weiche, sanfte Küsse, Zärtlichkeit, das alles ist mir nicht vorherbestimmt. Im rauen Wind der Gezeiten, der mich langsam abträgt, überrandet von den salzigen Wellen der See, auf Bergen und im Schatten alter Bäume, unter einem glitzernden Sternenhimmel bin ich zu Hause. Ich war an vielen Orten, habe viel Übles gesehen, unbezahlbare Erinnerungen, die mir bis in den Tod bleiben werden. Ein einsamer Wanderer, auf immer dazu verdammt, voranzuschreiten, einer hell leuchtenden Sonne am Horizont entgegen. An diesem lauen Abend gegen Ende des Sommers spielte all das keine Rolle. Manchmal wünschte ich, die Zeit könnte stillstehen, die Welt so bleiben, wie sie ist, und ich säße immer noch auf der Holzbank, inmitten des geschmückten Dorfplatzes, des verführerischen Flüstern dieses Mädchens im Ohr. Die Festgemeinschaft tagte nun seit dem frühen Mittag. Dabei wurde es schon Abend. Sie hatten das gesamte Dorf in einen Ausnahmezustand versetzt. Die hohen Eichen und Pappeln erstrahlten im Licht von grünen, roten, blauen und gelben Lampignons, die man zwischen Bäumen wie Häusern auf Seile gespannt hatte. Die Leute tanzten ausgelassen, tranken und aßen. Kurzum, es war eine Feier, wie sie im Buche stand. Denn nicht nur die erfolgreiche Ernte gab dazu Anlass, auch die Tochter des Dorfoberhauptes heiratete heute und obendrein noch einen hübschen, kräftigen jungen Burschen aus dem Nachbardorf. Gesang und das Spiel von Leiern, Flöten und was da noch so alles an Instrumenten zu finden war, klang durch die Gassen. Die Alten erzählten den Kindern ihre Sangesgeschichten und auf einer Bühne traten den ganzen Tag über verschiedene Artisten auf. Angefangen bei Jongleuren, über Dompteure. Ach, was könnte ich euch über diese prächtige Stimmung erzählen? Ich sag, ich sog sie in vollen Zügen in mich auf. Obgleich man es mir wohl nur schwerlich anmerkte. In all diesem Trubel nippte, doch nicht nippe, sondern nippte. Moment, ich muss hier einmal kurz drücken, weil sonst wird uns das die ganze Zeit nun nerven. In all diesem Trubel nippte ich verhalten an meinem Humpen Bier. Ich war bei aller innerlichen Freude nicht zufällig hier. Es gab etwas zu tun in diesem Dorf. Das werden wir gleich rausfinden. So, Moment, ich muss hier einmal drücken. Musste jemand treffen. Warte. Zu tun in diesem Dorf. Ich musste jemanden treffen. Als ich die Dörfler bei ihren Tänzen so beobachtete, tippte mir ein Finger zärtlich auf die Schulter. Ich wandte mich um und fand mich im Angesicht einer jungen Frau wieder. Ihr Haar wallte ihr als walnussbraune Löckchen die Schultern herab und umrahmte das rosafarbene Gesicht mit den vom Alkohol geröteten Wangen. Ihr Blick war süffig, süß, aber etwas unergründlich. Tiefes lag darin. Stille Wasser sind meist tief. So, einen kurzen Moment. Kannst du dir nicht ausdenken hier, Leute. Kannst du dir nicht ausdenken. Okay, weiter geht's. Wasser sind meist tief, so sagt es der Volksmund. Aber lassen wir das. Mein Herr, ich würde euch gerne um diesen Tanz bitten. Ihr seht so trübsinnig aus. Das darf nicht sein an einem festlichen Tag wie diesem, sagt sie. Ich schmunzelte. Bin ich nicht ein bisschen zu alt für dich? Ich war zwar noch im besten Alter, aber es war nicht zu übersehen, dass dieses Mädchen blutjung war und sich jedem anderen frischen Burschen aussuchen hätte können. Das entscheidet zum Glück nicht ihr. Sie streckte mir ihre Hand hin, vielleicht kommt doch noch Nippel. Ich rang mit mir, gab dem Drang aber schließlich nach. Sie führte mich auf den Platz, auf dem alle tanzten. Ich war kein besonders guter Hüftschwinger. Das sollte ihr wissen. Aber es dauerte nicht lang und sie hatte mich derart umgarnt, dass ich sie sogar im Kreis wirbelte und Tanzschritte aufführte, die ich von mir nie für möglich gehalten hatte. Ich hatte Freude. Es geschieht nicht oft, dass ich alles um mich herum vergessen kann.
All die Ströme und das Wispern der Erde. An jedem Tag, ihr hübsches Gesicht vor mir, war es mir vergönnt. Wir setzten uns auf eine Bank, plauderten über dies und das, über was gewöhnlich Leute eben sprechen. Ich konnte nicht umhin zu sagen, dass sie mir gefiel. Hätte meine Berufung es mir gestattet, wäre ich ein paar Tage bei ihr geblieben. Vielleicht wären wir ein süßes Paar geworden, das sich irgendwo in der Nähe ein neues Leben aufgebaut hätte, mit Kindern und ruhigen Abenden voller Grillenzirpen und Behaglichkeit. Bei diesem Gedanken wurde mir das Herz schwer. Doch ich wusste um die Opfer, die ich bringen musste. Es wurde allmählich dunkler. Die Nacht brach herein und die Artisten verließen die Bühne nach und nach. Das Dorfoberhaupt, merklich angetrunken, starkste auf das Podest am Kopf der Festgemeinde. Er stellte seinen Becher ab und klatschte in die Hände. Stille breitete sich über den Platz aus. Währenddessen hatte ich das Mädchen mit einem Witz so zum Lachen gebracht, dass sie beinahe von der Bank geplumpst wäre. Mein Name ist Lari. Ihr habt mir den euren noch nicht verraten, Fremder, sagte sie und kam mir so nah, dass ich den Duft ihres Körpers deutlich wahrnehmen konnte. Sie hatte erst vor kurzem, vermutlich heute, vor dem Fest gebadet und roch unglaublich gut. Ich wollte gerade antworten, als das Dorfoberhaupt mit lauten Stimmen verkündete: So, Leute, das war alles. War bisher schön und gut, aber jetzt geht die Sause richtig los. Für den Höhepunkt des Abends habe ich eine ganz besondere Überraschung, denn für meine Tochter und ihren neuen Bräutigam ist mir kein Geld zu schade. Aus fernen Ländern kam er zu uns und nachdem er bereits die Nachbarsdörfer mit seinen Künsten in blankes Staunen versetzt hat, ist er jetzt endlich auch bei uns. Angekommen, begrüßt mit mir den legendären, den wahnsinnigen Feuerspucker, begrüßt Dragupa, die berühmte Flamme Nehirims. Ich spitzte die Ohren, gespannte Stille trat ein. Meinen Namen blieb ich Lari schuldig, obwohl ich ihr natürlich auch keinen nennen hätte können. Ich besaß keinen. Wäre ein Niemand gewesen in ihren Augen. Ein dürrer Kerl betrat die Bühne und verbeugte sich vor dem Publikum. Er trug eine lange Schlabberhose, die er in die Stiefel gesteckt hatte. Oh, das sieht bestimmt sehr geil aus. Einige Brandnarben waren auf seinem nackten Oberkörper auszumachen. Seitlich fehlte ihm ein paar Haare, wohl ebenfalls Opfer einer Versengung. Der Rest stand wie grau-weißes Gestrüpp von seinem Kopf ab. Er verbeugte sich, trank eine spezielle Flüssigkeit und nahm seine Fackel zur Hand. Was dann geschah, verfolgte ich mit verstärktem Interesse. Ein Feuerstrahl schoss von der Fackel in die Luft. Mit der anderen Hand öffnete er ein Fläschchen und führte es vor dem Feuer her. Die Flammen folgten seiner Bewegung und es bildete sich eine lange, wabernde, flirrende Schlange. Der Feuerspucker ließ das Flammenwesen über die Bühne schwirren, Kunststücke vollführen und tanzte selbst akrobatisch über die Holzplanken, um all die komplizierten Figuren vollenden zu können. Seine Vorstellung raubte dem Publikum den Atem. Die Schlange war nur der Auftakt seiner Vorführung. Es folgten kunstvolle Einlagen mit Pfeil und Bogen und anderen selbstgebastelten Konstruktionen, die er mit seiner Feuerkunst kombinierte. Dagobah machte seinem Namen in jedem Fall alle Ehre. Irgendwann, der Artist war gerade damit beschäftigt, zwei Feuerspiralen ineinander zu verflechten, bemerkte ich Bewegungen in den hinteren Zuschauerreihen. Leute wurden grob zur Seite geschoben. Drei Wachsoldaten drängelten sich bis zur Bühne vor. Damit hatte ich gerechnet. Jetzt würde es noch interessanter werden. Die Wachen, eindeutig Männer von Kanzler Baratheon, der seit kurzem die Macht über Nemrins Mittelreich erlangt hatte, stiegen unter Protesten des Dorfältesten auf die Bühne. Einer der Männer nahm dem Feuerspucker die Fackel weg und die furiose Spirale erstarb. Die Fackel wurde zu Boden geworfen und knirschend ausgetreten. Lari drückte sich verängstigt an mich. Seid ihr der Mann, den sie die Flammen Nerims nennen? Raunzte ein Soldat, oh, ich hätte das vielleicht ein bisschen männlicher aussprechen müssen, der offenbar die Befehlsgewalt über die kleine Truppe innehatte. Wer will das wissen? Fragte Dragobah. Werd nicht frech! Du hantierst mit verbotenen Künsten, mit Magie. Stimmt das? Streit es nicht ab, wir haben genug von deinem Firlefanz gesehen. Kanzler Baratheon duldet solche wie dich nicht mehr. Wir haben die Anweisung, dich mit uns zu nehmen. Und wohin gedenken die Herren mich zu bringen? Erkundigt sich Dragobah höflich. In eine dunkle Zelle, da wo du hingehörst, kam es zurück. Dragobah seufzte. In Ordnung, lasst mich meine Habe zusammensammeln, dann komme ich mit euch. Ich runzelte die Stirn. Das konnte es doch nicht gewesen sein. So leicht würde er sich nicht ergeben.
Der Feuerspucker ging zur Rückseite der Bühne und kramte in seinen Sachen. Baratheon habe ich noch nie gemocht. Auch bevor er an die Macht kam. Ich fand immer, dass er fürchterlich Mundgeruch hat, den man bei seinen Reden bis ans andere Ende der Stadt riecht, sagte er mit dem Rücken zu den Soldaten gewandt. Waffen klirrten daraufhin plötzlich, schnellte Dragobah herum und warf ein metallisches Etwas in die Mitte zwischen die drei Soldaten. Ein Etwas mit 8 mechanischen Beinen. Ah, was ist das? Es krachte laut und das Ding explodierte. Eine grünliche Rauchwolke hüllte die Soldaten ein, ließ sie husten und planlos umhertaumeln. Der Dorfplatz geriet in Aufruhr. Ich löste mich von der verdutzten Lari, ohne ein Wort des Abschieds mit ihr zu sprechen, und bahnte mir einen Weg aus der Menge. Jetzt war es vorbei. Ich musste raus, raus aus der Traumblase, die ich mir geschaffen hatte, zurück zu meiner Aufgabe. Ich sah Dragobah erst, nachdem ich mich freigeschwommen hatte. Er verschwand raschen Schrittes aus dem Dorf. Auf leisen Sohlen verfolgte ich ihn eine ganze Zeit lang durch die schwarze Nacht und kleine Wäldchen. In eben einem solchen machte er Halt. Zwei große Bäume überwucherten mit ihren Wurzeln den Eingang zu einer alten Grabkammer. Vom Mondlicht beschienen, in den Fängen einer Böschung liegend, das Eisentor, das sie verschlossen halten sollte, war verbogen, sodass man problemlos hindurchschlüpfen konnte. Wenn ich ihn weiter verfolgen würde, bestand womöglich die Gefahr, ihn zu verschrecken. Ich setzte alles auf eine Karte. Hier haltet ihr euch also versteckt. Er zuckte zusammen wie ein scheues Tier, kurz bevor er im Dunkeln des Grabes verschwunden war. Ich rutschte die Böschung zu ihm hinab und hatte ihn nun geradeaus im Blick. Gutes Versteck, die Soldaten werden euch hier sicher nicht suchen. Wenn es ihnen niemand verrät, ja. Ein gewisser Drohton lag in seinen Worten. Er drehte sich zu mir um. Ihr habt nichts von mir zu befürchten, beteuerte ich. Stille kehrte ein. Der Ruf eines Waldkauzes schallte durch den Wald, schnitt die Stille wie eine Klinge in zwei. In der Gegend erzählte man sich, dass ein Wanderer in das Dorf gekommen ist. Das seid ihr. Woher? Ich kann es an euch riechen. Ihr riecht nicht nach diesem Teil der Welt. Euer Geruch ist vielfältig. Ihr wart schon an vielen Orten, fiel er mir ins Wort. Ihr scheint eine sehr feine Nase zu besitzen. Er kam näher und schnüffelte. Nein, nur eine äußerst geübte. Ich setze mich regelmäßig mit Tieren zusammen, wie den Eichhörnchen, pfiffige Kerlchen. Sie haben mir gezeigt, wie man seine Nase richtig benutzt. Aha, antwortete ich leicht irritiert. Es war bekannt, dass Dragobah eine verrückte Ader besaß. Doch ebenfalls wurde gemunkelt, dass er nicht immer so gewesen war. Früher, bevor der Wahn ihn sich geholt hatte. Überaus intelligent war er dennoch, das belegte seine Bühnenerfindungen und seine behende, überdachte Art, sich zu bewegen. Jede Regung war wohl überlegt. Vielleicht wisst ihr dann auch, wieso ich hier bin. Natürlich, ich bin ja nicht dumm. Ihr wollt eine Geschichte über mich schreiben, wie es euresgleichen eben tut. Ihr seid nicht der Erste eurer Zunft, den ich treffe. Kein gewöhnlicher Wanderer, ein Sammler. Aber für was sammelt ihr sie? Die Kampfkünste, frage ich mich. Für einen Krieg? Formt ihr im Geheimen eine Armee, die ihr nach eurer Vorstellung formt? Oder steckt ein weit größeres Mysterium dahinter? Er verstummte. Meine Geschichte gibt es nur im Gegenzug für Antworten auf diese Fragen. Ich erwiderte seinen verrückten Blick eisern und entschlossen mit einer Miene, standhafter als ein alter Stein. Darüber kann ich euch nichts sagen, wenn ihr meine Zunft kennt. Wisst ihr das? Tja, dann könnt ihr jetzt wieder verschwinden. Ich werde euch nichts von mir erzählen, was ihr auch gehört haben mögt. Er machte Anstalten, in die Finsternis der Grabkammer zu entschlüpfen. Man erzählt sich allerhand Geschichten über euch, dass Dragobah die Flammen Nemrins, das Feuerspucken von den Drachen selbst gelernt haben soll, dass er ein Drache ist in Gestalt eines Menschen und, ich platzierte eine gewichtige Pause zwischen meinen Worten, dass er der einzige Überlebende des Sonnenfeuers sei. Dragobahs Gesicht gefror ihm durch die Bäume hereinfallenden Mondlicht zu Eis. Als flutete plötzlich eine längst verdrängte Erinnerung zurück in sein Bewusstsein. Ich habe lange Nachforschungen angestellt und eure verstreute Spur bis hierher zurückverfolgt. Es war nicht einfach. Ihr habt euch verflucht gut verborgen gehalten. Dragobah blieb still. Ich weiß vieles über euch, denn wer wäre ich, wenn ich mir ein Genie wie eures durch die Lappen gehen ließe, ohne dass er Erwähnung in meiner Chronik findet. Ihr wart damals dabei,
als Dal Marrak in Enderal das Sonnenrand untersucht und mit seiner Gier ganz Talgard vernichtet hat. Nein, was erzähle ich? Ihr wart nicht nur dabei, ihr wart sein Assistent. Einer der bekanntesten arkanen Erfinder und Kriegskünstler eurer Zeit. Ist es nicht so? Der Blick des Feuerspuckers hatte sich verloren. Nun kehrte er zu mir zurück. Torus, der Arkane oder Torus Quastelnfels, wenn ihr den gebürtigen Namen lieber habt als das Gewäsch, was einem die Dichter andrehen. Vielleicht habt ihr euren wahren Namen auch schon vergessen. Immerhin ist das alles mehr als 2000 Jahre und mehrere Leben her. Eines müsst ihr mir jedoch verraten, denn das habe ich mir bis jetzt nicht lückenhaft erklären können. Wie habt ihr so lange überleben können? Dagobah starrte fassungslos geradeaus. Urplötzlich brach er in Gelächter aus. Das ist eine feine Geschichte, die ihr euch zurechtgesponnen habt. Ihr sollt es mit dem Glimmerkappenstaub nicht übertreiben, mein Herr. Ich bin ein einfacher Feuerspucker aus Enderal. Es ehrt mich, dass ihr mich eine so große Persönlichkeit anhängen wollt. In gleichem Maße tut es mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Er verbeugte sich, eindeutig eine Geste, die mir zeigen sollte, wie unerwünscht ich war. Lasst diesen Quatsch, eure Maske ist längst von euch abgefallen. Ihr wisst exakt, dass ihr jemand wie mich nicht täuschen könnt, beharrte ich. Seine närrische Höflichkeit war rasch dahin. Kommen wir zum Punkt. Weiß noch jemand außer euch davon? Fragte er mit kalter Stimme. Ich seufzte. Ist das euer Ernst? Wollt ihr mir nun drohen? Das wird eure einzige Größe nicht gerecht. Ich konnte hören, wie seine Kiefer aufeinander malten. Er hatte zu kämpfen. Was ihr wiederum bestätigt, dass ich mit dem richtigen Weg, dass ich mich auf dem richtigen Weg befand. Eine der spannendsten Enthüllungen unserer Zeit würde ich das nennen. So wie ich das sehe, habt ihr aus eurer Sicht nur zwei Möglichkeiten. Ihr bringt mich um und begrabt eure Geheimnisse damit für immer, oder lasst euch auf ein Gespräch mit mir ein und hört, was ich zu sagen habe. Ersteres will ich euch nicht raten, denn wie euch bekannt sein dürfte, umgeht man bei unserer Ausbildung gewisse Fähigkeiten nicht, die mich zu einem Albtraum für meine Feinde machen können, wenn ich denn gezwungen bin, sie einzusetzen, sagte ich. Der Feuerspucker schwieg. Er wägte wohl eine Möglichkeit ab. Dann machte er einen Schritt auf mich zu. Ich zuckte kaum merklich, er ging an mir vorbei, zu einem Felsen und setzte sich. Für einen kurzen Moment hatte ich einen Angriff erwartet. Was wollt ihr wissen? Erzählt mir, was damals passiert ist. Wenn ich könnte, das Letzte, woran ich mich erinnere, ist eine ohrenbetäubende, gewaltige Explosion, die mir Sicht und Gehör nahm. Zuvor arbeitete ich mit Dal Marrak daran, das Artefakt zu entschlüsseln. Wir scheiterten, wie allseits bekannt sein dürfte. Als ich nach der Explosion erwachte, war ich an einem völlig anderen Ort, mitten im Niemandsland, mitten in der Wüste von Quaira. Ich hatte Glück, dass mich eine Karawane aufgabelte. Damit nahm alles seinen Lauf. Er begann zu erzählen von seiner Reise über die Kontinente, von seiner Suche nach einem neuen Sinn im Leben, davon, wie er die Identität von Torus sterben ließ und zu Dragobah und noch so vielem anderen wurde. In gewisser Weise ähnelte sein jetziges Ich dem meinen. Er reiste ständig umher, heimat- und namenlos. Er war zu einem Niemand geworden. Nach der Explosion wart ihr nicht mehr derselbe, vermute ich. Etwas hat sich verändert. Er nickte. Sie beraubte mich all meiner magischen Kräfte. Ich kann nicht einmal mehr ein Feuer entfachen. Wie erbärmlich für einen einstigen Meister gleichzeitig schenkte sie mir unerschöpfliche Lebenskraft. Das Alter kann mich nicht töten. Wenn mich niemand mit einem Speer durchbohrt, lebe ich weiter, bis ganz Wind zu Staub zerfallen ist. Unsterblichkeit, ein ewiges Leben. Ich dachte, das gäbe es nur auf einen deutlichen, makabre Weise bei der Verlorenen. Dann habt ihr euch getäuscht. Jedoch ist es nicht so, dass ich den Traum leben kann. Denn mancher hegt, je länger ich lebe, desto wirrer werde ich. Die Wahnsinn übernimmt meinen Verstand langsam und ich lebe in den Tag hinein. Dagegen anzukämpfen bringt nichts. Ich kann es nicht verhindern. Warum ausgerechnet die Arbeit als Feuerspucker und warum auf Nirim? Das Feuerspucken war schon früher eine nette Nebenbeschäftigung, abseits all der Kämpfe, der ich gern nachgegangen bin. Diese Identität als Dragobah gibt mir Halt, wo ich sonst keine finden kann. Und warum Nirim? Wow! Alter! Ist ja gut. Nun, bis dieser Kanzler kam, war es ein schöner Ort. Ich muss mal gucken, wie weit das noch geht. Alter. Okay, wir werden noch ein bisschen weiterlesen müssen.
Gut, dann machen wir jetzt hier erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, es war bei euch Spaß, auch weil das hier so eine Lesestunde war. Ja, wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter dem Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und lesen weiter, Alter. Ja, und bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.